Hi, hallo und herzlich willkommen zur Woche 35 bei Transkrauts. Diesmal mit dem Thema, wo seht ihr euch in 10 bis 15 Jahren? Das ist eine sehr interessante Frage, weil mir bei diesem Thema, als ich darüber nachgedacht habe, aufgefallen ist, dass ich wirklich Ziele eigentlich gar nicht habe, sondern eher mehr verschwommene Vorstellung, was sein könnte. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich nicht mehr als Programmierer oder in der IT allgemein arbeite, sondern eventuell eher was mit, wie man so schön sagt, Menschen mache. Ob das jetzt im sozialen Bereich ist, Richtung Sozialarbeiter oder eher im pflegenden Bereich, Krankenpfleger oder Erzieher oder so, weiß ich nicht, könnte ich mir aktuell alles vorstellen. Weiterhin kann ich mir ziemlich gut vorstellen, dass ich nicht, dass ich in 10 bis 15 Jahren nicht unbedingt mehr in Freiburg wohne, sondern vielleicht in Hamburg oder Berlin. Kann aber auch irgendeine andere Stadt sein, oder das wäre jetzt die, wo ich schon immer irgendwie das Gefühl hatte, da würde ich gerne mal hin und mal irgendwo wohnen wollen. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass es mich in eine kleinere Stadt wie Freiburg zieht. Also so 200 bis 300.000 Einwohner sollte es, glaube ich, schon für mich haben. Es ist alleine so von den Dingen, dass Städte halt andere Sachen einbieten können ab dieser Größe, als jetzt irgendwie, ich komme selber aus einem 15.000 Seelen Kraftstadt, wie auch immer man das nennen möchte, als so eine Kleinstadt, Ministadt, allein aus dem Grund schon. Was noch? Also Kinder könnte sein. Feste Beziehung wäre schön, könnte auch ziemlich gut sein. Was noch? Ich denke, bis dahin ist auf jeden Fall die Transition für mich abgeschlossen. Es gibt viele Dinge, die sein könnten, von denen ich aber nicht weiß, ob sie jetzt so tatsächlich eintreffen werden und so eine genaue Richtung, ob ich jetzt, dass ich jetzt irgendwelche bestimmte Dinge in diesem Zeitraum erreichen möchte. Oder so. Eigentlich nicht. Eigentlich habe ich eher eine verschwommene Vorstellung davon. Aber. Nun gut. Das war's. Kurzes Video. Diesmal. Sorry. Bis zur nächsten Woche. Ciao.